Aha, that's my shit. Was geht's? Was ist los mit dir, mein Schatz? Ey Leute, was geht? Nico ist hier und so. Und jetzt nehmt ihr erstmal euren TV-Zapfen in die Hand. Schon ein ordentliches was? Intro machen. Ja, ich hatte auch immer schon ordentliche Intros. Ja. Ja, moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht, wir machen jetzt mal eine neue Folge Frag Nico. Alle meinten schon, ich soll mal bitte neue Fragen wieder beantworten, weil sich so ein bisschen mehr ansammelt. Und ja, ich habe heute einen Kollegen bei mir. Ja. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Nein, wir kennen uns schon über 10 Jahre. Weit über 10. Ja, das ist übrigens mein mitbester Freund, Dustin. Hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ich hatte ja endlich auch, ich hatte mal Chrissy im Video, deshalb würde auch mal sein, dass du immer auch mal jetzt damit bei bist. Ja, auf jeden Fall. Und du hast aber eine Aufgabe, der ist nicht einfach hier, um schön auszusehen, sondern... Nein, ich habe auf dem Handy, also auf YouTube unter seinem letzten Frage-Antwort-Video Fragen rausgesucht. Ja, und auf Instagram haben wir euch auch gefragt. Genau, wenn da was reinkommt, werden wir sie mal zwischendurch einblenden. Also, mit reinnehmen. Die Fragen werde ich ihm jetzt stellen. Genau, so ist es halt wirklich random und so habe ich keinen Einfluss darauf, ist ganz gut. Somit wisst ihr auch diesmal, dass das wirklich halt, dass er das raussucht, mir stellt als jemand, der in der Veranstaltungstechnik nicht viel zu tun hat, außer wenn ich ihn dann voll laber. Und ja, somit wird das hier heute ehrlich von Schatten gehen, weil sonst immer alles gelogen ist. Ja, du bist so ein Lügner, du skriptest jeden Scheiß. Heftig, ja. Ja. Ich hab voll Bock, alles zu skripten. Von Alex Nullkai. Tolles Video. Was hast du denn jetzt nach deiner Ausbildung vor? Würde mich mal interessieren. Was ich vorhabe oder was ich gemacht habe. Ja, also, mein Plan Nummer 1 war auf Teilzeit zu gehen, einfach wegen dem Vorteil, ich muss keine Krankenversicherung selber bezahlen, ich muss diesen ganzen Scheiß, habe ich alles nicht. Bin angestellt, habe einen festen Arbeitsplatz, habe ein festes Einkommen und blub. Da habe ich mir gedacht, wäre langweilig, wenn das so wäre. Nein, tatsächlich, ich bin jetzt, ich bin selbstständig, also wir sind mit ND-Events jetzt unterwegs. Und also diese Firma ist gerade noch in der Mache, ich habe jetzt ein Einzelunternehmen, mit dem ich jetzt als Freiberufler arbeiten kann und auch schon für andere tatsächlich arbeite. Und nebenbei sind wir gerade langsam am Machen, die Homepage steht schon, sind wir gerade dabei, ND-Events an den Markt zu bringen, dass das unsere eine kleine Firma wird, mit der wir halt Veranstaltungen realisieren und auch sogar schon mit 3 Bands durch die Gegend fahren. Und das hoffentlich auch dann in ein paar Wochen unter dem Label ND-Events. Und ja, ist also selbstständig, nimmt es aber nicht auf die gleiche Kappe, falls ihr es nachmachen wollt. Das ist eine ganze Menge Verantwortung, ihr habt kein festes Einkommen, ihr müsst gucken, wie ihr über die Runden kommt, ihr müsst Versicherungen zahlen, das ist mehr als, also das ist dreistellig im Monat. Und eine ganze, ganze Menge, da geht eine ganze Menge weg und vor allem müsst ihr immer die ganze Buchhaltung machen, das ist ein Scheiß. Ist auch was, worauf ich keinen Bock habe, aber da habe ich zum Glück Verwandten, die das ganz gut drauf haben, deswegen ist das mein Joker nebenbei. Ja, auf zur nächsten Frage. Next question, please. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Keisha? Oder... Ja. Kacha! Kacha. Ich weiß es nicht. Der Kacha 026. Ja. Hat geschrieben, hallo Nico, ich hätte eine Frage. Könntest du in einem Video oder unter diesem Kommentar die Frage beantworten? Dein Glück, es kommt im Video. Wow. Was nimmst du immer auf einen Gig mit? Die Frage kam, ich glaube, die kam sogar per Instagram, kann das sein? Dann scheint mir die Frage sehr wichtig zu sein. Jetzt wird sie beantwortet, nach Monaten endlich mal. Auf Gigs nehme ich entweder Helfer mit, andere Techniker. Und wenn das aber nicht der Fall ist, also allgemein an Material nehme ich mit, immer wichtig, Leatherman, mein Tool. Ich habe den übrigens in Wave, falls jemand interessiert. Link in der Videobeschreibung, Product Placement. Nein, Quatsch, aber ohne Scheiß, wenn ihr mal wissen wollt, was das für ein Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung alles drin. Was ich auch immer bei habe, ist meine LED-Lenser. Das würde ich sagen, eine LED-Lenser. Und ja, die beiden habe ich immer am Mann, dass ich wirklich immer sofort irgendwas durchschneiden kann, was abschrauben kann, irgendwo mal leuchten unter der Bühne, wo was vergessen worden ist. Dass das wirklich was ganz wichtig ist. An meiner Arbeitshose habe ich noch einen Schraubenschlüssel dran, da ist 13 dran, 17er, 10er, ich glaube noch 21 oder so. Also für Bütex, Schellen, all möglichen Scheiß immer bei haben. Niemals mit Leatherman machen, mit Mutter machst du es nur kaputt. Ich habe Zumpel immer bei, ich habe ein Edding immer bei, ein weißes Zumpel zum Beschriften, ein schwarzes Zumpel zum ganz normal kleben und rotes Zumpel, falls irgendwas kaputt ist tatsächlich. Habe ich auch immer dann. Manchmal, wenn wir unsere eigenen Jobs haben, ich habe so einen Ordner, der nennt sich Veranstaltungstechnik, Pläne und Entwürfe und Rider und da sind Bandrider drin, die ich halt betreue. Da sind, da ist die MV-Stadt drin, die Musterversammlungsstättenverordnung, kannst du mir folgen? Hm. die wichtigsten Formeln zum Spannungsfall, den ganzen Scheiß, da ist praktisch mal alles drin, falls ihr irgendwas vor Ort braucht, könnt ihr da nachschlagen. Also sonst, das sind so meine Tools, die ich mal mitnehme. Und
auf eigenen Dingern, wo ich auf eigenen Füßen stehe, Adapterkoffer. Man unterschätzt es. Adapterkoffer ohne Scheiß kann dir echt einen Arsch retten. Da ist alles drin, jeder Adapter in Sachen Ton und Licht, der einem denkbar erscheint, außer Harding, diese großen Dinger, ist da drin und sehr hilfreich. Und frische Batterie. Und natürlich die Technik. Ja, das sowieso. Ja. Aber keine Band. Okay. Die nächste Frage von Max Wadenpohl. Hey Nico, wie ist deine Meinung zum X32? Muss ich ein bisschen grinsen. Ich sag's gleich vorweg. Erstens, meine Meinung. Zweitens, mein Video, ich kann sagen, was ich möchte, außer irgendwelche Fäkalien. Und es gibt kein Drittens. So, fertig. Folgendes. X32 ist ein Pult, was ich nicht mag und was ich auch nicht weiterempfehlen würde. Jetzt kommen ganz viele, ja, Nico, aber beachte doch, das kostet doch nicht viel. Ist ja alles richtig. Und es gibt davon noch coole Rack-Versionen, ist ja alles schön und für Indie-Monitoring auf der Bühne mag es reichen. Aber ich mag es einfach nicht und das müsst ihr akzeptieren. Das ist mein Empfinden. Punkt. Ich finde das Ding scheiße, sage ich ganz ehrlich. Es ist nicht geil. Da war die Fäkalsprache, mussten Euro ins Sparschwein machen. In die Fluchkiste. In die Fluchkiste, genau. Von dem wir gleich schon in den Urlaub fahren, ey. Wie gesagt, ich bin Touchscreen verwöhnt, um mich dann mit tausend Encoder-Rädern durch Menü zu kämpfen, mag ich auch nicht. Das Menü ist mir zu verzweigt. Es ist locker machbar, aber es ist einfach nicht produktiv. Wenn ich live auf dem Gig bin, es ist oft so, dass man nur 10 Minuten für einen Soundcheck hat. 10 Minuten reicht für die meisten oder für manche Menschen dafür aus, einen SM58 zu EQ. Bei mir muss es halt eine ganze Band darunter leiden. Und dann will ich einen Pult haben, wo ich schnell in meine Menüs durchkomme, schnell meinen Kompressor setzen kann und meine ganzen Dinge schnell abwickeln kann und vor allem meine Felder belegen kann. Das geht bei dem Ding nicht schnell. Du musst hier durchkämpfen, du musst da, du musst da, du musst da. Ich mag die Pultis nicht. Die sind Kunststoff und so wackelig und da steht Beringer drauf. Also, ja, ich meine, das ist okay. Es gibt auch Marken, die günstig sind und trotzdem gut sind, aber es ist tatsächlich teilweise Rider-tauglich, aber ich mag es nicht und ich sehe es auch nicht gern. Also und für das Geld, wo ich mir einen X32 holen kann, kriege ich eine Kuh von LNT und die ist deutlich besser. Und da habe ich Multitrack-Recording eingebaut. Finde ich geiler. Was will man mehr? Ja. Ich habe ja bald selber eine Q24, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ui. Ja. Ui. Ganz toll. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Aber ich bin jetzt kein Hater, also ist nicht böse gemeint. Es ist meine, ich sag's mal, ey. Ja, ich sehe es nachher wieder, pff, weißt du? Naja. Meins. Ich finde ich so, ich bin eigentlich nur mit LNT's Digitalpult unterwegs und deswegen wahrscheinlich auch, was das den Bedienkomfort angeht, sehr verwöhnt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Instagram-Fragen. Ja, wir haben noch, genau. Wir haben es auch zur besten Zeit überhaupt die Instagram-Fragen gestellt, nämlich 22.30 Uhr. So, Cut! Der Dustin liest jetzt die Insta-Fragen vor. Ja, ich darf vorlesen. Er hat ein bisschen komisch geschrieben, er war wahrscheinlich gerade auf der Party. Kennst du die Marke Studio Master? Und wenn, was hältst du von deren neuen und alten Produkten? Studio Master habe ich nur ein Gerät im Kopf und mehr nicht. Also ich kenne sie nicht, also wirklich kennen tue ich sie nicht. Ich weiß nur, dass sie einen Digipult gebaut haben. Ich weiß aber nicht, wie das ist, was die alten Dinger sind, die neuen Dinger sind. Keine Ahnung, nächste Frage. Kann ich nicht, ohne Inhalt, kann ich nicht beantworten. Ich kenne bloß dieses eine Ding, hab ich mal gesehen, mehr nicht. Kann ich nichts zu sagen. Tut mir leid. Hab mal was gehört bezüglich eines Doppel-12er-Sub aus Dörrwerden. Hatte ein Nico als 12er-Liebhaber seine Finger drin? Nee, ich hatte nicht meine Finger drin. Also, ich bin richtig stolz darauf, muss ich sagen, ich bin richtig stolz darauf. Ich habe sehr viel Kontakt und sehr guten Kontakt mit Stefan Rast, Chef von Voice Akustik. Und ist mittlerweile auch einer, kann man fast schon sagen, eigentlich einer guten Freunde geworden. Ist ein echt cooler Mensch. Und ich bin froh, dass ich seine Produktpalette fast auswendig kenne. Aber ein Doppel-12er hat er meines Wissens nach nicht im Programm. Er hat einen Single-12er im Programm. Übrigens den flachsten Single-12er, der ist auf dem Markt, das heißt, er ist 30 cm hoch und so hoch ist normalerweise der Treiber. Super geil, das Ding, das mache ich schon wieder Werbung, aber ich bin Voice Acoustic Fan, das wisst ihr. Ne, der hat kein Programm, aber vielleicht wurde es damit Verwechslung gebracht, dass ich selber welche habe. Ich habe mir selber welche gebaut, Doppel-12er-Bässe, weil ich einfach Bässe mag, die sind schnell, präzise und nicht so ein Schlammschieber, mag ich nicht. Deswegen, alles was größer als 18 Zoll ist, finde ich auch absolut Quatsch. Also, ich brauche keinen 21er, der noch eine zweite Schwingspule braucht, um das Ding wieder abzubremsen. Das ist für mich Energieverschwendung hoch 10. Brauche ich nicht.
Aber auf die Frage zurückzukommen, dann die haben kein Programm. Ziemlich sicher, dass die es nicht haben. Aber für die, die es wissen wollen, der Singles-Paper heißt Pavillosub 112, ist es auch nochmal unten verlinkt. Mhm. Product Placement. Kauft sein Merch. Kauft sein Merch. Kommt noch. Noch nicht. Nein. So, Dustin, ich danke dir vielmals für deine Hilfe, für deine vorlesetechnischen Fähigkeiten. Ja, das war ein großes Meisterwerk. Ja, also, wir sind auch heute in Deutsch richtig gut und haben auch echt tolle Sätze zusammengebracht, nicht? Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte alle Fragen zufriedenstellend beantworten. Und ja, wenn ihr noch was wissen wollt von mir oder über mich oder was ich so denke über Technik, dann postet auch in die Kommentare unter dieser Folge und dann wird praktisch in der nächsten Folge sich wieder die Fragen aus dieser Folge gezogen. War das ein ordentlicher Satz? Vielleicht. Nicht, oder? War egal. Also einfach posten, hat mir sehr Spaß gemacht. Nochmal danke an Dustin. Und ihr könnt auch wieder mal die Chance abwarten, wenn ich bei Insta wieder sage, jetzt dürft ihr mir Fragen stellen, weil die Insta-Fragen werden nämlich immer angenommen. So, YouTube nur manchmal, also manchmal sind halt viel zufriedene Fragen, dass man jeder nehmen kann und manche sind auch ein bisschen hohl gestellt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber die bei Insta werden immer vorgelesen, auch wenn sie komisch gestellt sind, dann habe ich halt was zu lachen, ist mir auch egal. Sag tschüss. Macht's gut, ciao. Ciao. Fand's gut.